Unser Gehirn entscheidet innerhalb von 13 Millisekunden, wenn wir jemanden neuen treffen, ob es Feind oder Freund ist. Und deswegen sucht die Finanzelite die persönliche Begegnung. Also sie müssen nicht wie zwei Fremde ausführlich erklären, was sie meinen und was ihr Hintergrund ist. Da reicht oftmals nur ein Blick, ein Zeichen, ein Geräusch und man weiß, was der andere denkt. Das zieht sich durch alle Ebenen bis hin zur Einstellungsebene, was auch ein Problem ist, weil alle Systeme über die Zeit immer vernetzter und homogener werden und Menschen dazu neigen, andere Menschen einzustellen, die ihnen ähnlich sind. Das heißt, es gibt keine Frauen, es gibt keine Minderheiten. Es ist natürlich bequem, man muss auf niemanden Rücksicht nehmen, vor allen Dingen, wenn die Männer unter sich sind, dann kann man Scherze machen, man muss sich nicht um MeToo kümmern. Man sieht es auch in Deutschland, auf der Vorstandsebene gibt es ja schon seit der längsten Zeit Bemühungen, dass man Frauen mit an Bord nehmen will und nach Jahren hat sich immer noch nicht wahnsinnig viel getan.